Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Spielevorstellung von mir von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und ich bin immer noch bei Hoch, die Andrea sitzt immer noch neben mir. Hi. Immer noch. Und immer noch, wir haben jetzt ja das kleine, aber feine Spiel Gangster City. Ja, worum geht's denn da? Gangster City ist ein Deduktionsspiel, ganz einfach mit schönen großen Karten. Mhm. Wir sind alle Detectives und sind in der Ermittlung. Jeder von uns hat einen eigenen Fall zu ermitteln. Ein Fall gilt als gelöst, wenn ich sagen kann, wer war der Täter, mit welcher Waffe, wo fand das Ganze statt und mit welchem Motiv. Mhm. Ihr seht hier schon die Karten. Hier drunter sind immer jeweils die Elemente, die ich euch gerade genannt habe, auch nochmal, damit man sich sicher sein kann, dass man es gesehen hat. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Jeder von uns bekommt so eine Fallkarte, die wird hier in den Standfuß gesteckt und wird so hingestellt, dass wir selber den Fall nicht sehen. Also wir sagen mal, das ist unsere Karte. Das heißt aber, die Mitspieler sehen sehr wohl, was hier drauf ist. Wenn ich dran bin, kann ich immer eine von drei Karten auswählen und zeige die jetzt meinen Mitspielern, eben zum Beispiel so. Und jetzt müssen mir die Mitspieler sagen, wie viele Elemente stimmen überein zwischen meiner Fallkarte und dieser Karte. Also Mastermind. Genau. Die sagen mir dann jetzt eben eine Anzahl, dürfen sich da natürlich auch besprechen, aber mir natürlich jetzt keine Hinweise geben, bei was sie sich jetzt gerade vielleicht nicht sicher sind. Und dann nehme ich mir die Karte und drehe so die Zahl zu mir, welche Anzahl an Merkmalen hier übereinstimmt. So habe ich eine Erinnerung für mich. Hier wird wieder auf drei aufgefüllt und der nächste ist dran. So geht es Runde über Runde, bis ich genug Hinweise für mich gesammelt habe. Entweder immer ich ermittle und nehme eine Karte und nehme die Anzahl der Merkmale an oder ich sage, ich möchte lösen. Und nenne erstmal alles, erst dann dürfen die Mitspieler sagen, stimmt oder stimmt nicht. Weil wenn ich eins und falsch gesagt habe, muss ich in der nächsten Runde nochmal weiterraten. Mhm. Derjenige, der als erster zwei Fälle gelöst hat, hat gewonnen. Zwei Fälle, okay. Zwei Fälle, genau. Ja, hört sich eigentlich recht simpel an. Ne? Ja, ich meine, das genau. Mastermind-Prinzip, das erkennt man ja eigentlich. Ja, das halt in eine schöne Grafik, ein bisschen abgewandelt, genau. Gepackt. Halt einfach mit einem einfachen Zugang, also ist ja auch schnell erklärt. Man kann gleich loslegen und ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt stundenlang grübeln muss, normalerweise. Das stimmt, ja. Jo. Ja, schönes, nettes Spiel, auch alleine spielbar. Wie funktioniert das dann? Auch alleine spielbar. In der Anleitung ist nochmal eine Legende dabei, welche Karten ich mir dann zu Hilfe nehmen kann und welche Hinweise denn dann bei den Karten denn dann gültig sind. Und so kann verstehe. Ich dann eben auch alleine ermitteln. Verstehe, okay. Ansonsten auch noch bis 6 spielbar, 20 Minuten ab 10 Jahren empfohlen. Genau. Ja, alles klar. Dann vielen Dank für die Vorstellung. Danke auch.